Die ASEF hat es geschafft, in den 30 Jahren sehr viel Kompetenz und Know-how aufzubauen. Diese bietet den Mitgliedern unheimlich viel Mehrwert. Davon profitieren alle Teilnehmer. Es gibt ein super Netzwerk auf allen Ebenen, auf den Arbeitskreisen, im Leitausschuss. Und all das zusammengenommen ist ein einmaliges Netzwerk, das es nur so in Deutschland gibt. Für mich steht die ASEF für Kooperation, für Austausch. Mein persönliches Highlight von ASEF im Dialog war nicht nur ein Highlight, sondern die vielen Gespräche, die ich geführt habe, die gesamte positive Stimmung, einfach das Zusammensein. Das alles war mein Highlight von ASEF im Dialog. Das Highlight war für mich das Thema Netzwerken. Wenn wir alle in dieser Runde fragen würden, ist das das absolut wichtigste Thema überhaupt. Mitzukriegen, euch auszutauschen, was die Kollegen eigentlich machen. Die sind hervorragend aufgestellt, haben tolle Ideen. Und vielleicht hört man und sieht man das ja schon hier im Hintergrund. Das ist einfach eine tolle Atmosphäre. Viele neue Gesichter kennengelernt, viele interessante Personen, nette Gespräche geführt. Natürlich kann man auch in die fachlichen Tiefen einsteigen, dafür sind die Workshops optimal. Vor allem natürlich das Thema Energiesparen ist aktueller denn je, Klimawandel, wir haben ja die Diskussion insofern super spannend. Aber insgesamt die Finger auszustrecken, die Ohren aufzuspannen und zu gucken, was die anderen eigentlich machen, bevor man am meisten mitnehmen kann, das ist für mich das Wertvollste. Das mir immer wieder zeigt, dass Netzwerk das A und O ist, privat als auch geschäftlich und im Hobby. Es hat Spaß gemacht und es war auch sehr effizient und auch lang. Ich kann nur sagen, das Netzwerk auch mit der ASEF selber, wie auch mit den Kollegen der Stadtwerke, ist hervorragend. Es war der Wahnsinn, wie herzlich alle miteinander umgegangen sind. Es war super familiär. Es ist einfach toll, um die Stadtwerke-Welt zu leben und das Netzwerk zu leben. Besser kann man es vielleicht gar nicht ausdrücken. Zum 30. Geburtstag natürlich nochmal meinen allerherzlichsten Glückwunsch. Wenn man überlegt, aus einer kleinen Gruppe ist da wirklich eine tolle Arbeitsgemeinschaft entstanden. Und ich wünsche, dass die Erfolgsstory so weitergeschrieben wird. Und dass wir unsere Ziele erreichen. Dass sie sich weiterentwickelt und wächst und den Wandel in der Energiebranche mitgestaltet. Dass sie so positiv und motivierend bleibt. Und auch zur Unterstützung der Mitgliedsunternehmen weiter vorantreibt. Dass wir uns auch in 30 Jahren hier wieder treffen. Und in 30 Jahren sind es dann nicht 300 Stadtwerke, sondern 600 Stadtwerke dabei sind. Da würde ich mich total drüber freuen. Das sollte selbstverständlich sein bei dem Zuwachs an Energieversorgern. Vor allem weiterhin eine super Zusammenarbeit mit dem Team und Daniela Walikiewicz. Dass sie einfach weiter diesen guten Spirit in die Stadtwerke-Welt hinausträgt. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch an das ganze Team. Im nächsten Jahr findet ASEF im Dialog am 26. und 27. Mai 2020 in Frankfurt am Main statt. Und ich freue mich jetzt schon drauf und ich denke, es wird wieder so eine gelungene Sache und runde Sache werden wie in diesem Jahr. Oh, komm mal. Hast du auch gedrückt, wo du hin willst? Ups, habe ich natürlich nicht. Wir wollten eigentlich einen, zwei hören. Ja. Ja. Bin ich weg.